Sag mal, Brendel, bist du nicht neulich den Halbmarathon in Berlin gelaufen? Allerdings, neugieriger bosnischer Beißzwickel. Hast du ja gar nichts erzählt. Was gibt's da groß zu erzählen? Ich war wie immer brillant und bin nur knapp am Podest vorbeigeschrammt. Ist das so? Böse Zungen behaupten, du wärst gerade mal so unter die ersten 20.000 gekommen. Na und? Wenigstens war ich nicht mehr als 100.000 Kilometer vom Podest entfernt. Apropos, Trampolina ist nicht mal angetreten und die kommt vom Leistungsmord. Naja, Hauptsache du bist zufrieden. Ja, mein Minimalziel war unter 2 Stunden zu bleiben. Wenigstens das habe ich erreicht. Cool, wie lange hast du denn gebraucht? 1 Stunde und 74 Minuten. Achtung! Fuzzi, bitte spendet was für mich. Brauche dringend einen Trainer. Halte diese Demütigungen nicht mehr aus. Liebe Fuzzis und Fuzzinnen, liebe Beitragsblocker.de-Mitglieder, liebe Tagesschau-Auslacher. Holt euch jetzt bitte einen besonders starken, entkoffinierten Kaffee. Denn heute möchte ich mit euch über einen der unsympathischsten Protagonistinnen sprechen, welche ARD und ZDF zu bieten haben. Und wir alle wissen ja, dass die schlimmsten der schlimmen Charaktere, die der menschliche Zoo zu bieten hat, in diesen geschlossenen Anstalten der Selbstbedienung und Trottelpropaganda arbeiten. Ja, ihr ahnt es sicher bereits. Es geht um Sarah Bosetti, der Auftragspropagandistin mit den Eisaugen. Sie benutzt gerne die ausgrenzenden Kampfbegriffe des Neofaschismus wie Querdenker, Covidiot, Nazi und so weiter und hat generell diese extreme Fixierung auf den dritten Teich, wie so viele Linke. In meinen Augen ja deswegen, weil insgeheim halt doch die Bewunderung für einen totalitären Staat in all den ultrabösen Gutmenschen brennt. Was ist denn bitte der dritte Teich? Na, dort wohnt die braune Kröte. Auf jeden Fall verbreitet Frau Bosetti in ihrem YouTube-Format Bosetti will reden seit 3 Jahren, fürstlich bezahlt von unseren Gebühren, Fake News, linksextremes Geschwurbel und Hass gegen jeden Regierungskritiker. Ihr bewusst auf maximale Spaltung ausgelegtes Format ist ein bisschen so wie mein heiliges Wort zum Sonntag am Mittwoch oder Freitag. Nur halt in Böse. Ach, du bist so ein eingebildeter Fatzke. Du meintest gebildeter Fatzke, wobei Fatzke für sehr schönen, duftenden, mittelalten Mann steht. Nope. Ah. Naja, zumindest duldet dein eingebildeter Faxe bosnischen Widerspruch in seiner Sendung. Frau Bosetti duldet nichts und niemanden neben sich. Wer nicht auf ihre Linie ist, wird gnadenlos diffamiert, verächtlich gemacht und ausgegrenzt. Eingebildeter Faxe, verstehe. Naja, verächtlich machen kannst du ja auch ganz gut, würde ich sagen, oder? Herrgott nochmal, auf welcher Seite stehst du eigentlich? Vergiss nicht, wer dir kein Gehalt bezahlt. Das werde ich sicher niemals vergessen. Aber zurück zur Bösetti. Bösetti, ernsthaft? Was stört dich denn jetzt schon wieder? Aus Bosetti Bösetti zu machen, ist halt mega unkreativ und Satire auf Bosetti-Niveau. Kannst du das nicht besser? Nein. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Sarah Hüllenschlund? Ich glaube, ich bleibe einfach bei Sarah Bosetti. Du bist der Chef. Ach, auf einmal. Pan und Scherz. Wie auch immer. Kommen wir zu den Entgleisungen der gesichert linksextremen Schwurblerin in den Diensten des ZDF. Im Dezember 2021 behauptete die Aktivistin, dass die 4. Fledermausier-Welle ausgeblieben wäre, wenn sich doch nur alle eine gewisse Flüssigkeit hätten verabreichen lassen. Schon damals eine völlig ungestützte Behauptung. Nicht das Geringste sprach für diesen Zusammenhang. Der Stern hatte kurz davor sogar darüber gerätselt, warum gerade in Bremen trotz hoher Impfquote auch die Zahl der Infizierten überdurchschnittlich hoch war. Und darauf verwiesen, dass man auf ein ähnliches Phänomen auch in Israel gekommen war. Reines, hasserfülltes Geschwurbel, also von einer ZDF-Schergin, um andere auszugrenzen. Aber danach fiel der Satz, für den sie am allermeisten beliebt und bekannt ist. Wir alle wissen, wer die Schuld an dieser 4. Welle trägt. Stellt euch vor, es hätten sich einfach alle, die können, impfen lassen. Und wir hätten vor 2 Monaten mit den Boostern angefangen. Wir hätten jetzt ein Problem weniger. Aber Kritik an unsolidarischem Verhalten gilt dieser Tage ja als Aufruf zur Spaltung der Gesellschaft. Und es mag sogar stimmen, aber ich beginne mich langsam zu fragen, ob die Spaltung der Gesellschaft wirklich etwas so Schlimmes ist. Es ist ja nicht wirklich so, dass die Gesellschaft dann in der Mitte auseinanderbrechen würde.
auch wenn das gerne so dargestellt wird, weil sich ausnahmslos alle politischen Lager für die Mitte halten. Ich glaube, das nennt man Egozentrik. Nein, die Gesellschaft würde nicht in der Mitte auseinanderbrechen. Denn eigentlich sitzen die Leute, die die Gesellschaft spalten wollen, ja ziemlich weit rechts und ziemlich weit unten. Im Blinddarm der Gesellschaft. Genau. Und so ein Blinddarm ist ja jetzt nicht im strengeren Sinne essentiell für das Überleben des Gesamtkomplexes. Sag mal, habe ich vor der Kamera auch so ein Doppelkinn? Genau diesen Scherz hast du vor einem Jahr auch schon gemacht. Das ist eine ernsthafte Frage, bosnische Billigkraft. Ich will ja nicht so unvorteil aussehen wie dieser ZDF-Spaltpilz. Wir könnten dich auch genauso überstrahlen wie sie, damit auch du so schön gefiltert aussiehst. Das können wir dann anfangen, wenn ich das greisenhafte Alter von der ZDF-Frau mit der langweiligen Stimme erreicht habe. Aber die überbelichtete Propagandaschergin mit dem Doppelkinn und der schlechten Intonation wäre nicht eine ultraböse Gutmenschin, wenn sie sich nicht auch gebührend für ihre totale Entgleisung entschuldigt hätte. Also ganz stimmt das nicht, denn erst hat sie ihren Satz, der direkt einer recht dunklen Zeit vor 80 Jahren entnommen scheint, auch noch stolz auf Twitterix gefeiert. Erst als sich ein gewaltiger Shit-Orkan erhob, kam ihr der Gedanke, dass auch dieser Blinddarm, den sie scheinbar gerne aus dieser Gesellschaft entfernen würde, sie ja mit seinen Gebühren bezahlt. Und dass es eventuell angebracht wäre, sich aufrichtig und von Herzen zu entschuldigen. Und diese Leute interessieren mich nicht. Ehrlich, ihr rechten Hetzer, ihr absichtlich Falschversteherinnen, ihr Menschen, die ihr jeden Unanlass nutzt, um gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu wettern, mit euch rede ich nicht. Das war die Entschuldigung. Naja, ein Teil davon. Meine Güte, der Hass sprüht ja förmlich aus diesem überstrahlten Gesicht. Das ist ja der Punkt und das Phänomen, das unsere Gesellschaft gerade zerreißt. Die Menschen, die meinen sich am allermeisten gegen Hatz und Hesse zu engagieren, sind der eigentliche Quell von Hatz und Hesse. Hatz und Hesse. Ja, klingt besser für den Rhythmus Algo. Rhythmus Algo. Herrgott, nochmal, blockierte Bossnickel, wie lange machen wir das jetzt schon? Selbstverständlich hat Frau Bosetti inzwischen auch eine eigene Show bei Dreisat und prahlt damit, dass sie alle ihre Texte selbst schreibt. Etwas, was für mich absolut selbstverständlich ist. Nur, dass ich doppelt bis dreimal so viele Sendungen mache wie Frau Bosetti, ohne dass der Staat Menschen zwingen muss, für mich zu bezahlen. Selbstverständlich heimst die überstrahlte permanent Preise ein, in Kategorien wie Unterhaltung und Kabarett. So ist das im besten Deutschland aller Zeiten. Wer gegen die Richtigen hetzt und dafür sorgt, dass unsere Gesellschaft immer gespaltener wird, dem winkt reiche Belohnung. Die anderen sitzen in feuchten Kellern. Nur, wer ist lustiger und sieht besser aus? Apropos, wegen Menschen wie Sarah Bosetti zahle ich keine Gebühren mehr. Ich möchte nicht von ideologischen Fanatikerinnen belehrt und mit ihrer toxischen Propaganda vollgepumpt werden, nur weil sie unzufrieden mit ihren Gesichtsverhalten oder anderen Dingen in ihrem Leben sind. Deswegen zahle ich keine Gebühren mehr. Zumindest so lange, bis ich Ärger bekomme. Denn als überzeugter Schisser möchte ich natürlich keine Probleme. Aber damit ich keine Probleme bekomme, benutze ich den Beitragsblogger. Ist vielleicht auch was für euch, geliebte Fuzzis. Liebe Fuzzis, und weil wir gerade sowieso über die Demoskopie-Zersetzer von ARD und ZDF sprechen. Händel? Wanderdrache? Bist du dir mit dem Fremdwort sicher? Mit welchen denn? Mit sowieso? Nein, mit Demoskopie. Sag mal, willst du mich prophezeien? Ich bin jemand, der wo extrem gebildet ist. Das verleitet mir doch mein gesamtes Karies. Du meinst Charisma. Wieso denn jetzt Charisma? Ich war doch gerade beim Zahnarzt, da war alles in Ordnung. Aber zurück zu den öffentlich verächtlichen Demoskopie-Verpestern von ARD und ZDF. Es gab ja neulich ein größtenteils anonymes Manifest, in dem sich Mitarbeiter der gebührenfinanzierten Propagandaschergen geäußert haben. Hier besser zusammengefasst, als ich das jemals könnte. Und die Dame ist attraktiver als du. Okay, das ist jetzt nicht schwer. Das ist nur eins von insgesamt 50 Statements, in denen sich Mitarbeiter von ARD, ZDF und Deutschlandradio jetzt kritisch über ihren Arbeitgeber äußern. Eine ARD-Mitarbeiterin schreibt, Kritik an der Regierung gibt es kaum noch.
Als Journalistin beobachte ich, dass die Berichterstattung größtenteils einseitig ist. Es geht um politischen Filter, die Missachtung des Programmauftrags, ein Klima der Angst und die Corona-Berichterstattung. Dazu schreibt ein Mitarbeiter, mit Corona erlebte dieses ARD-System einen Bruch und die innere Redaktionsfreiheit und der Pluralismus wurden abgeschafft. Die Mitarbeiter schreiben, der öffentlich-rechtliche Rundfunk sei eine der wesentlichen Säulen der Demokratie und dass sie grundsätzlich vom Programmauftrag überzeugt seien. Sie wollen aber auch, dass ihre Stimmen im gesellschaftlichen Diskurs zum ÖRR gehört werden. Der Großteil der Statements ist anonym, aus Sorge vor beruflichen Konsequenzen. Das ganze Manifest findet ihr unter meinungsvielfalt.jetzt. Jetzt wird viel darüber diskutiert, ob es mutig ist, so ein Manifest zu veröffentlichen und ob es eine gute Sache ist, dass sich selbst die eigenen Mitarbeiter gegen das ungerechte und toxische System auflehnen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, liebe Fuzzis. Aber ich finde es nicht mutig. Die meisten Mitarbeiter sind anonym geblieben und alle wollen das System zwar reformieren, aber beibehalten. Das einzig Gute an diesem Ding ist, dass wir jetzt einen weiteren Beweis haben, wie verkommen diese öffentlich verächtliche Chose ist. Jetzt sogar von innerhalb der öffentlich verächtlichen Chose. Ich frage mich echt, was noch passieren muss, bis mal endlich irgendetwas geschieht. Muss ich Kai Kniffke, der 360.000 Euro Intendant der ARD, denn wirklich erst öffentlich hinstellen und uns allen mit starrem Blick in die Kamera sagen, dass wir alle komplett verarscht werden und ausgenommen werden? Obwohl, eigentlich hat er genau das ja schon längst getan. Am wichtigsten aber, wir jubeln Ihnen keine Meinung unter, weder offen noch zwischen den Zeilen. Wir wollen informieren, nicht missionieren. Dass wir aber gerade zu Beginn der ganzen AfD, des AfD-Großwerdens, Pegida-Phase, da hatten wir schon einen gewissen missionarischen Eifer. Ich glaube, wenn man sich unsere Texte anguckt, sind die alle irgendwie unangreifbar. Aber zwischen den Zeilen kam es aus jeder Pore irgendwie, ihr sollt die bitte doof finden. Sag mal, Fuzzi, was ist denn eigentlich mit Assange und dem A-Teil? Was soll damit sein? Fängt beides mit A an. Ist das alles, was du dazu zu sagen hast? Alles fängt auch mit A an. Du kannst doch nicht die unbequemen Themen immer totschweigen. Hohoho, wie ich das kann? Ich bekomme nicht mal GEZ-Gebühren dafür. Tut dir Assange denn gar nicht leid? Naja, die Tagesschau sagt, dass mir Nawalny leider tun muss. Und die armen Menschen im Ahrtal, guck doch mal. Und wie soll der Wiederaufbau laufen? Denn die Ukraine braucht Stand jetzt schon rund 400 Milliarden Euro. Dabei richten sich die Augen auf Deutschland. Im Sommer ist die große Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Berlin. Die wird heute mit vorbereitet. Und für Deutschland aus kann ich sagen, dass wir im letzten Jahr etwas gemacht haben, was wir sonst nie gemacht haben. Also wir garantieren Investitionen in andere Länder. Und wenn dann irgendwas schief geht, das ist wie eine Versicherung, dann springt der Staat ein. Das ist für viele potenzielle Investoren, die hier in Davos vertreten sind, ein starkes Signal. Sie haben damit bei einem Engagement in der Ukraine sehr geringe finanzielle Risiken. Wirtschaftsminister Habeck will für das deutsche Absicherungsmodell hier in Davos werben. Würden sich andere Staaten anschließen, stünde der Wiederaufbau der Ukraine auf einem solideren Fundament. Ist schon blöd. Aber sobald die Radwege in Peru fertig sind, kommt das Ahrtal dran. Ganz bestimmt. Wirst sehen. Großes Sumo-Kader-Ehrenwort. Liebe Fuzzis, in der Bundesinsolvenz Deutschland spielen sich Dinge ab, die kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen tun. Und ich sage euch, wir müssen den Anfängen wehren. Denn immer wieder ist jetzt. Und wenn nicht wir, warum dann ich? Aber schaut euch erstmal Folgendes an. Dieser Mann hier, Christian Hergott, war vor kurzem noch der Held, hat er doch die AfD im Saale-Orle-Kreis geschlagen und wird jetzt dort der Landrat. Und jetzt ist er der Buhmann, weil er Asylbewerber zur Arbeit verpflichtet. Winterdienst, Grünschnitt, Pflegearbeiten ohne komplizierte Maschinen, einmal in der eigenen Unterkunft, aber auch bei entsprechenden Trägern. Im gemeinnützigen Bereich für Tätigkeiten, die keiner besonderen Voraussetzung erfüllen, aber 4 Stunden am Tag. Ihr könnt euch die Kritik vorstellen, von völlig weltfremd, planwirtschaftlich bis hin zu Ausbeutung muss er sich nun anhören. Dabei setzt der Mann nur geltendes, aktuell aber kaum umgesetztes Recht um. Paragraph 5 Absatz 4 Asylbewerberleistungsgesetz. Arbeitsfähige, nicht erwerbsfähige
erwerbstätige Leistungsberechtigte, die nicht mehr im schulpflichtigen Alter sind, sind zur Wahrnehmung einer zur Verfügung gestellten Arbeitsgelegenheit verpflichtet. Auch gesetzlich festgeschrieben, ein kleiner Obolus von 80 Cent pro Stunde obendrauf auf die Asylleistungen. Herrgott erklärt, warum er den Vorstoß der Verpflichtung zur Arbeit für sinnvoll hält. Bringen der Gesellschaft einen Stück weit etwas zurück für die Leistung, die sie erhalten. Jeden Tag, jeden Monat hier in Deutschland. Und jetzt hält das Arbeitsminister Hubertus Heil von der SPD in Einzelfällen sogar für sinnvoll und der Deutsche Landkreistag will die Arbeitspflicht für Asylbewerber flächendeckend einführen. Was hältst du von der Idee, dieses geltende Recht auch anzuwenden? Was ich davon halte? Ich glaube, es hakt. Gar nichts halte ich davon. Nicht das Geringste. Ja, wieso denn? Das klingt doch sehr vernünftig. Vernünftig, Springmesser. Was soll denn das, Jacqueline? Wir haben solche Probleme, Schwachkräfte hierher zu bekommen. Dann erbarmen sich schon mal welche, in ein Land mit schlechtem Wetter, schlechter Laune und schlechtem Internet zu kommen und wir vergraulen sie gleich wieder mit Arbeit. Na, sie bekommen ja auch was dafür. Ja, 80 Cent die Stunde. Das verdiene ja ich schon fast. Dafür kriegt man ja nicht mal eine vernünftige Machete. Das meine ich doch gar nicht. Sie bekommen hier Sozialleistungen und auch sonst jede Menge Unterstützung. Na, das steht Ihnen ja auch zu. Schließlich haben Sie sich freiwillig für Ihr Leben unter der Ampel entschieden. Wir sollten alle das Doppelte bekommen. Wir übrigens auch. Wenn wir schon über Geld sprechen, wann kriege ich denn endlich welches? Oder wie viel und warum überhaupt toxischer Cis-Onkel? Ich bin doch nicht dein Onkel. Das wäre ja schlimm. Weil dann wäre es ja gesichert extrem, dass wir niemals Sex haben. Das ist auch so mehr als gesichert extrem. Ich würde sagen, niemals war etwas gesichert extremer als das. Eigentlich würde ich sogar sagen, dass ich eher zum Mond laufe mit Ricardo Huckepack, als mit dir irgendwann mal Sex zu haben. Beziehungsweise muss ich ehrlich sagen, ist dass ja ich gut jetzt. Hast du ja eine Schwester oder eine Urgroßtante? Deine plumpen Ablenkungsversuche kannst du stecken lassen, alter Müffelgreis. Wann gibt es endlich Kohle für die bosnische Blume des Balkans? Bosnische Blume des Balkans. Das ist aber eine sehr schöne Alliteration. Ich kannte mal einen. Hände. Geld. Du klingst schon wie meine Kinder oder diese ganzen blutjungen, begehrenswerten Dinger auf Tinder. Ich zähle jetzt bis drei. Dann habe ich eine Antwort oder bin weg. Eins. Zwei. Zwei ein Viertel. Okay, das war's. Herrgott, nochmal. Ich sehe einfach nicht so gerne Geld in Frauenhänden. Da habe ich echt schlechte Erfahrungen gemacht. Tschüss, Brendel, schönes Leben und viel Erfolg, vor allem im Beruf. Jetzt warte, ich habe einen Vorschlag. Ich höre. Du kennst doch meinen Instagram-Auftritt. Du meinst deinen erfolglosen Instagram-Auftritt. Das ist ja der Hintergrund meines Vorschlages. Instagram hasst politische Inhalte noch mehr, als ich es hasse, die Spülmaschine einzuräumen. Deswegen müssen wir selbst aktiv werden, um unsere Follower dort zu steigern. Was hätte denn ein Fuzzi davon? Wir haben auf Instagram meistens ganz andere Inhalte als hier. Posten täglich kreischend lustige Stories und außerdem können mir dort Fuzzis Videos schicken, die ich dann in die Sendung nehme. Habe ich schon oft gemacht. Okay, und wie viele Follower hättest du dann gerne, damit ich was bekomme? Momentan sind es ja nur 7500. Weiß nicht. Vielleicht 9 Millionen, so wie Stefan Raab das auch wollte. Tschüss, Brenne. Warte doch mal. Sagen wir 10.000 Follower. 10.000 Follower. Sollte man hinkriegen. 10.000 Follower, dann kriegst du was. Okay, Deal. Verwirrend schöne Fuzzis. Nach einer Sendung voller ARD und ZDF. Jetzt mein Wort zum Sonntag am Freitag. Überraschenderweise heute über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk war mal eine gute Idee. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk war als eine zentrale Säule der freien Meinungsbildung in Deutschland gedacht. Die westlichen Alliierten förderten nach 1945 den Aufbau regional verankerter, staatsferner und nicht kommerzieller Rundfunkanstalten in öffentlicher Trägerschaft, die sich unter dem Dach der ARD vernetzten. Die britische BBC galt als Vorbild, die Stärkung der jungen Demokratie war das Ziel. Nach den verheerenden Erfahrungen mit staatlich gelenkter Propaganda im Nationalsozialismus und im Staatssozialismus erschien es besonders zentral, unabhängige Informationen bereitzustellen und eine ausgewogene Ansprache und Beteiligung aller gesellschaftlichen Gruppen zu gewährleisten. Tja, das waren nicht meine Worte, sondern ein Zitat der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.
Nach den verheerenden Erfahrungen mit staatlich gelenkter Propaganda im Nationalsozialismus. Das muss man sich mal auf der Gehirnwindung zergehen lassen. Wir haben jetzt wieder diese Propaganda und sie muss nicht mal groß gelenkt werden, weil jahrzehntelang nach Gesinnung eingestellt wurde, sodass wir jetzt ein durch und durch verseuchtes System haben, das jeden platt macht, der es wagt auszuscheren. Wie gesagt, Faschismus ist weder braun, rot, grün oder blau. Der Kern des Faschismus ist immer das Übermenschentum, die pure Arroganz, die meistens nicht auf dem Geringsten basiert. Mehr Übermenschentum und Arroganz als bei ARD und ZDF sind hierzulande kaum zu finden. Deswegen braucht es keine Reform, keine Alibi-Veränderungen. Die Verantwortlichen der letzten Jahrzehnte haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zerstört und in eine Organisation verwandelt, die nichts Gutes bringt, die nicht sachlich und umfassend informiert, in der nicht sauber journalistisch gearbeitet wird und die zur Spaltung in unserer Gesellschaft beiträgt. Deswegen muss das Projekt öffentlich-rechtlicher Rundfunk für gescheitert erklärt und eingestellt werden. Es gibt viele Vorschläge, was danach geschehen soll oder wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk verändert werden sollte. Und ich möchte einen Fuzzi-Vorschlag hinzufügen. In Zukunft haben wir nur noch zwei Sender, und zwar RTV und OTV. RTV steht für Regierungs-TV, Regierungsfernsehen, und OTV für Oppositions-TV. Bei RTV arbeiten regierungsnahe Menschen, bei OTV oppositionsnahe. Die Politiker, die Mächtigen, werden immer versuchen, die größten Medien zu beeinflussen. Also lasst es uns doch gleich offen machen. Aber der Zuschauer soll wissen, welcher Einfluss wo genommen wird. Beide Sender werden aus der Staatskasse finanziert. Wir zahlen sie also über unsere Steuern, aber nicht mehr über eine Zwangsgebühr. Und beide Sender haben genau dasselbe Budget. Wir hätten also ein linkes und ein konservatives Medium mit den jeweils unterschiedlichen Blickwinkeln, unterschiedlichen Nachrichten und unterschiedlichen Einschätzungen. Das wäre Meinungspluralismus, wie er in einer Demokratie eigentlich selbstverständlich sein müsste. Und jeder Fuzzi könnte dann für sich selbst entscheiden, was für ihn vernünftiger und nachvollziehbarer klingt. Und liebe Fuzzis, eins ist jetzt schon klar. Das wird niemals passieren. Schon gar nicht von alleine. Deswegen, in diesem Sinne. Espirito Santo. In nome di Cristo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. So, liebe Fuzzis, jetzt bauen wir hier schnell um für unser Interview mit dem neuen Fuzzi-König oder der neuen Fuzzi-Königin. Und den nächsten Fuzzi-König gibt es erst im Mai. Aber schon heute, beziehungsweise in der kommenden Woche, wird entschieden, wer es sein wird. Nämlich der, der bis zum 26.04., also bis zum nächsten Freitag, die höchste Fuzzi-Spende schickt. Start für Fuzzi-König bei Donation ist jetzt. Und bis zum 26.04. um Mitternacht muss die Spende eingegangen sein. Du bist so ein gieriger Kapitalist. Na, willst du deinen gesichert extremen Arbeitsplatz behalten oder nicht? Das überlege ich mir noch. Bei der nächsten Bürgergelderhöhung bin ich auf jeden Fall für den Arbeitsmarkt verloren. Das überlasse ich dann den Schwachkräften. Das kann ich gut verstehen. Bürgergeld wäre definitiv lukrativer als diese Kellerarbeit hier. Aber wer steht dann den Fuzzis bei? Naja. Jetzt auf jeden Fall viel Spaß mit der Fuzzi-Monarchie. Rainer, unglaublich aber wahr, du bist wieder mein Medien-Fuzzi-König. Ich freue mich wahnsinnig. Vielen Dank für deine Unterstützung. Schön, dass du wieder bei uns bist. Danke, dass ich dabei sein darf. Ich will jetzt nicht sagen, dass es schon fast ein Unfall war, aber ich fand das das letzte Mal zu günstig und dachte, ich steige einfach mal mit, um natürlich euch und dich und die Show zu unterstützen. Und wir sind froh, dass du wieder da bist. Du hast sehr, sehr viele positive Kommentare bekommen. Also das bekommen unsere Fuzzis immer. Ach, unsere Fuzzi-Könige. Aber ich muss, bevor ich es vergesse, der liebe Detlef, den wir bestimmt bald wiedersehen, Detlef, bis bald, wird gegen den lieben Rainer ausgetauscht. Rainer. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, Detlef war jetzt das dritte Mal dabei. Kann das sein? Oder habe ich mich verzählt? Ich glaube, Detlef war sogar das vierte Mal dabei. Detlef ist unser Urkönig. Detlef war unser allererster König und besucht uns seitdem immer wieder. Ohne Detlef wären hier schon längst alle Lichter aus. Grüße an Detlef. Er hat mich inspiriert, nennen wir es freundlich. Ich hatte nicht vor, dich zu stalken. Freue mich aber trotzdem immer wieder, mich mit dir auszutauschen. Wer solche Stalker hat wie dich, ist ein glücklicher Mann, Rainer.
Rainer, ich möchte beginnen mit einer Frage, die mich wirklich interessiert, weil ich weiß, du bist sehr informiert und denkst viel nach. Neulich war ja das große Duell, das große Fernsehduell auf dem Sender Welt zwischen Herrn Höcke und dem Herrn Vogt von der CDU, den ich vorher nicht kannte. Halb Deutschland lief amok, weil man gesagt hat, man darf mit solchen Menschen auf gar keinen Fall sprechen. Wie hast du das empfunden? Naja gut, erstmal eine Sache vor die Klammer ziehen. Diese ganzen blitzsauberen Demokraten haben vergessen, dass ein Meinungsaustausch Teil der Demokratie ist. Ja? Also Grüße rausgehen an diese Demokraten. Fairerweise, ich habe es nicht vollständig geguckt. Ich hatte den Anfang natürlich und große Teile. Der Anfang hat mich ein bisschen erinnert an, erinnert ihr euch an die Sendung Lanz mit Göreau? Oh ja, hatten wir oft in der Sendung. Ja, ja, vier Meinungen. Vier Leute stützen sich auf eine Frau. Da waren es dann auch drei zumindest. Das war unsäglich. Also auch da, ich wundere mich, dass die Öffentlich-Rechtlichen es wirklich schaffen, jede Kritik, die im Raum steht, auch zu unterstreichen. Also natürlich sind sie einseitig. Ich wie so alle, bin überhaupt kein Höcke-Fan. Das muss gar keiner sein. Aber inhaltlich, also andersrum, der Vogt wollte ihn inhaltlich auseinandernehmen. Also bei den Mettbrötchen hat man sogar erkannt, dass er nicht mal zuhört. Ja, also das ist höchste Form von Peinlichkeit. Ich kann nur hoffen, dass er abgestraft wird. Wir werden es sehen. Ich hoffe, dass wir in dieser Einparteienlandschaft irgendwann eine Veränderung feststellen. Also bei mir war es auch so, dass ich bei Mettbrötchen dann raus war. Und ich muss auch ehrlich gestehen, ich hatte mich mit Herrn Höcke nie groß beschäftigt. Man wird ja quasi, und das ist auch so dieser Denkfehler, glaube ich, unserer Einparteiengesellschaft, dass man wird ja quasi gezwungen, sich damit zu beschäftigen. Und ich bin mir sicher, sehr viele Leute finden dann auch durchaus sachliche Argumente in der Argumentation von Herrn Höcke. Aber bevor dieser ganze Hype losging, wusste ich darüber überhaupt nicht Bescheid, was da passiert im Osten von Deutschland und wer Höcke ist. Und bei Mettbrötchen oder Gehacktes oder wie immer es dann auch hieß, war ich echt raus, weil ich dachte, also wenn wir jetzt auf diesem Niveau diskutieren, und dieses Niveau hat ja der CDU-Mann reingebracht, den ich davor auch noch nie gesehen hatte, dann ist es einfach komplett wertlos. Und als er dann ihn Reichskanzler genannt hat, habe ich mir schon gedacht, wer ist jetzt hier eigentlich der Populist? Ja, vor allen Dingen hat ihn ja als Populist bezeichnet. Das war spannend zu sehen. Also es war infantil. Ich glaube, das Wort dürfen wir jetzt in der Zukunft häufiger verwenden. Es passt einfach zur Landschaft. Kurz zu Höcke. Ich habe irgendwann mal, weil man darf sich ja mit Sachen nicht beschäftigen, ich habe irgendwann mal versucht rauszukriegen, was Hans-Georg Maaßen Antisemitisches gesagt hat. Ich meine, der war ja höchster Beschützer unseres Landes. Verheiratet, blitzsauberer Mann, dachte ich immer. Also habe ich mich hingesetzt und habe mal recherchiert, also zwei Tage lang. Exemplarischer Rassismus ist, glaube ich, das Wort, was er benutzt hat. Das war antisemitisch, wusste ich nicht, ja, was man heutzutage alles lernt. Ich freue mich auf jeden, der es mir widerlegt. Ähnlich war ich mit Höcke unterwegs. Ich habe mich einfach mal hingesetzt und habe alle Videos, also die schmutzigen, die 10 schlechtesten antisemitischen, rechtspopulistischen Sprüche mir von Höcke angehört. Und fairerweise, auch wenn ich ihn nicht mag, ich habe nichts gefunden. Alles für Deutschland, den Spruch, den wir gerade wieder gehört haben, der jetzt in der Presse hoch und runter geht, ich habe jetzt auch gerade was in der Weltwoche dazu gehört, das ist, also wenn das alles ist, dann Halleluja. Fand ich einen schönen Kommentar heute in der Weltwoche, wenn man nicht mehr alles für Deutschland sagen darf, darf man dann noch alles für Deutschland tun? Das fand ich eine spannende These. Ja? Also man sieht, wo wir stehen. Ich verstehe auch gar nicht mehr, wo dieser Groll gegen das eigene Land herkommt. Ich schüttel nur noch den Kopf. Ja, das Interessante an solchen Aussagen ist alles für Deutschland und dass dann vehement vorgeworfen wird, das ist ja ganz klare Nazisprache und wie kann man sowas benutzen, das zeigt ja eindeutig die Gesinnung. Also ich möchte nicht wissen, wie viele Menschen diesen Satz schon mal gesagt haben, aus irgendeinem Grund, vielleicht im Zusammenhang mit eines Fußballspiels oder weiß egal oder was. Und da gibt es eine interessante Geschichte. Es gibt einen Satz, den jeder Deutsche benutzt, bin ich mir sicher, und der heißt jedem das Seine.
Jedem das Seine. So, jedem das Seine stand über einem KZ. Also jedem das Seine ist im Endeffekt gleichwertig mit Arbeit macht frei. Aber ich bin mir sicher, unglaublich viele Grüne, Linke, sonst wie Politiker haben diesen Satz schon mal benutzt, jedem das Seine, weil man das einfach nicht weiß. Und deswegen sind sie noch lange nicht überzeugte Neonazis oder weiß der Geier. Also es ist eine künstliche Hysterie und es ist infantil, wie du sagst, aber mit Zweck. Ja, ich weiß nicht, also es gibt so viele Themen, aber eins muss ich noch kurz erwähnen, der Slogan USA, unser seliger, ich nenne es jetzt mal Anton, ja. Sonst kriegen wir vielleicht doch noch böse Zuschriften. Man muss sich einfach immer mal wieder vor Augen führen und auf der Zunge zergehen lassen, wo wir mittlerweile stehen. Also ich glaube, die Leute, ich habe es nur noch mit Bekloppten zu tun. Also wir alle kennen Asterix und Obelix, die spinnen die Römer. Ich kann es gar nicht mehr anders ausdrücken. Das ist einfach, ich bin umgeben von Idioten. Das ist ja, das ist leider jetzt irgendwie so ein bisschen unser Land. Aber für die Fuzis muss man erklären, unser seliger Anton, es wird jetzt gesagt, dass die Abkürzung USA stehen würde für unser seliger und eben nicht Anton, sondern für den Vornamen eines österreichischen Politikers, der Deutschland mal zwei Jahrzehnte beschäftigt hat. Ja, aber das würde mich interessieren, was USA, was Amerika davon hält. Naja gut, die Amerikaner lachen sich kaputt. Das ist ja ähnlich wie mit dem Annehmen von fremden Kulturen. Ja, jeder Mexikaner freut sich, wenn ich hier mit dem Pancho und mit dem Sombrero rumlaufe. Das finden die jetzt nicht als Diebstahl, kulturellen Diebstahl. Aber da sind wir halt. Ja, wir haben eine Gesellschaft, die schwierig ist oder sich selbst Schwierigkeiten macht. Ich meine, die Themen sind ja so vielseitig. Ich habe gestern mit einem guten Freund telefoniert, da war ich noch im Ausland, dass man, auch wenn man sich gut informiert hat, die Vielseitigkeit der Themen gar nicht mehr fassen kann. Angriff von Botschaften. Also ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich, seit ich auf der Welt bin oder generell, dass irgendeine Botschaft mal zerstört worden ist von einem fremden Land, ohne im direkten Krieg zu sein. Was haben wir noch? Wir haben Ausladen von dem ehemaligen Finanzminister von Griechenland, über das keiner spricht. Wir haben selbst auch diese SPD-Politikerin, die das kritisiert hat, darf das nicht mehr sagen, muss es löschen. Also diese Kultur, die wir uns entwickeln und fairerweise, ich glaube nicht, dass es der Großteil von Deutschland ist, sondern ich glaube, dass es der Großteil der Medienlandschaft ist, die das forciert. Das sollte sich jeder immer wieder mal vor Augen führen und vielleicht doch überlegen, mal auf die Straße zu gehen und zu sagen, nee, irgendwann reicht's. Wir mögen das alles, wir mögen auch Vielseitigkeit und Vielseitigkeit heißt, ich muss mich auch auseinandersetzen mit Themen, die ich eigentlich erstmal nicht mag. Ja, du hast vollkommen recht. Es gibt so unfassbar viele Themen, dass man gar nicht mehr hinterherkommt. Und man wird auch geflutet mit so vielen fragmentierten Informationen, mit so viel manipulativen Kram, dass man größte Mühe hat, irgendwie auch nur in die Nähe der Wahrheit zu kommen, weil man dafür so viele Medien konsumieren muss. Denzel Washington hat mal gesagt, wenn Sie keine Zeitungen lesen, sind Sie nicht informiert. Und wenn Sie Zeitungen lesen, sind Sie desinformiert. Und damit sind wir zurückgeworfen auf das, was wir mit unseren eigenen Augen sehen und was wir selber erleben. Und das ist dann ein bisschen die Kommunikationsgesellschaft des Mittelalters. Ja, Denzel Washington ist sogar noch weitergegangen. Er hat gesagt, dass mittlerweile eine falsche Schlechtnachricht eher angenommen wird als eine richtige gute Nachricht. Und das ist ja das, was wir im Moment haben. Ich meine, auch keiner redet darüber, dass Pistorius, das Minister in diesem Land, stellt sich hin und verbreitet wissentlich Lügen. Also, dass Russland nach der Ukraine weitermachen will. Also, entschuldige mal, ich habe die Information nicht. Er hat sie auch nicht. Und wenn man sich die Interviews anguckt, auch von der russischen Regierung, haben die überhaupt gar keinen Grund, irgendwelche Länder zu überfallen. Die wollen wirtschaften, die wollen ihre Ruhe haben und die wollen wahrscheinlich keine 500 NATO-Stützpunkte an ihren Landesgrenzen. Früher war das ein faires Ansinnen für alle anderen, aber auch das darf man heute wohl nicht mal ansprechen. Ja, also Nancy Faeser sagt ja, und auch Karl Lauterbach sagen, man muss viel stärker gegen Fake News und Fehlinformationen und Desinformationen vorgehen. Aber
Herr Pistorius ist Ihnen da scheinbar noch durchgerutscht. Weil es stimmt, er sagt, und Putin hat immer ganz klar gesagt, nach der Ukraine wird er weitere Länder angreifen. Ich und verschiedene andere Journalisten, ich möchte mich hier gar nicht als Journalist bezeichnen, eher als Suchende, haben verzweifelt gesucht nach der Quelle für diese Aussage. Und es gibt 1000 Quellen, wo Putin genau das Gegenteil davon sagt. Das Gute oder beziehungsweise das Gute für Pistorius, das Schlechte für die Wahrheit ist, dass sehr wenig Menschen Russisch verstehen oder Russisch verstehen und dass sie nicht die Reden sich im Original anschauen können oder verstehen können, darauf angewiesen sind, dass sie irgendjemand übersetzt. Unsere großen Medien machen das nicht. Und so kann man problemlos mit so etwas durchkommen. Das ist einfach furchtbar. Es ist Kriegstreiberei, es baut Feindbilder auf und eines Tages liegt mein Sohn im Schützengraben. Und da habe ich keinen Bock drauf. Nach meinem Verständnis ist auch ein Straftatbestand in Deutschland, wenn man das richtig liest. Aber auch da fordere ich mal ein paar Juristen wieder auf, das genauer anzuschauen. Aber wenn wir gerade bei juristischer Aufarbeitung sind, ich zitiere Peter Hane, ich möchte Handschellen klicken sehen. Auch da Karl Lauterbach sollte sich nicht sicher sein, dass er nicht irgendwann vor Gericht landet. Da fordere ich jeden Juristen auf, sich das mal genauer anzuschauen, was er getan hat. Es gibt einen Menschen, den ich sehr schätze, den du in deiner Show gehabt hast. Grüße gehen raus. Der ihn als Massenmörder bezeichnet. Und Karl Lauterbach geht dagegen gerichtlich nicht vor. Dafür gibt es Gründe. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und auch darüber wird man hoffentlich hier in der Zukunft sprechen müssen. Sie kriegen es nicht tot gerade. Grüße gehen raus an Alina Beugs. Das Thema wird man sich anschauen müssen und nicht vergessen, wenn die Zahlen stimmen und es 20% Nicht-Geimpfte gab und nochmal eine Dunkelziffer von wahrscheinlich der ähnlichen Zahl, dann gibt es ziemlich viele Millionen Menschen, die da ein besonderes Interesse an der Aufarbeitung haben und die sollte man nicht unterschätzen. Ja, Ich habe dieses Thema in vielen Diskussionen und den erwähnten Paul Brandenburg, den ich auch sehr schätze, viele Grüße, genau den habe ich das auch gefragt. Ich habe gesagt, Paul, wer soll denn im Endeffekt für eine juristische Aufarbeitung sorgen? Wer soll diesen Menschen Handschellen anlegen? Paul ist auch der Meinung, ja, da gibt es eigentlich keinen. Ich habe neulich ein Interview gehabt, beziehungsweise eine Talkrunde, da war der ehemalige Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Holger Röver heißt er, der hat auch gesagt, und seien Sie sich nicht sicher, diese Menschen werden in einer Gefängniszelle landen. Und den habe ich auch gefragt, so, aber wer soll das machen? Wer ist die Institution, die das macht? Und dann hat er gesagt, ach Sie, junger Mann, das hat man auch gedacht bei den Nazi-Verbrechern und bei den Mauerschützen. Und Sie sehen ja, was dann daraus geworden ist. Aber die Nazi-Verbrechen, dann dafür müssen wir den Krieg verlieren. Bei den Mauerschützen müssen wir uns mit, ich weiß nicht, mit Russland wieder vereinigen oder was? Der Druck muss von außen kommen, das ist schon klar. Das gab es jetzt auch gerade eine Show mit den genannten oder eine Podcast, wo die das auch besprochen haben. Klar, der Druck wird wahrscheinlich von außen kommen müssen. Sie werden es aber auf jeden Fall nicht so einfach wegschieben können. Und umso mehr bitte ich die Leute, Zuschriften in Kommentare, ob das die FAZ, ob das der Spiegel ist. Irgendwann werden auch diese Institutionen oder ehemaligen Institutionen aufwachen müssen. Und vielleicht entschuldigt sich sogar einer mal bei Multipolar und bedankt sich dafür, dass die das freigeklagt haben. Ich glaube, Paul Schreier heißt er. Ja. Auch dieser Name wird viel zu wenig erwähnt in der Presse, nämlich genau gar nicht. Außer am Anfang als rechter Schwuppler. Das ist, ich glaube, der war mal Taz-Redakteur. Also nur damit man mal auch wieder ein Gefühl dafür hat, wie links und rechts verschwimmt. Ja? Also es gibt auch an alle Zuschauer, es gibt kein Links mehr und es gibt auch kein Rechts mehr, sondern es gibt Leute, die sich betrogen fühlen von den aktuellen Handelnden. Es gibt auch keinen mehr, der den einfachen Arbeiter oder den Rentner verteidigt. Diese Geschichten sind einfach eine Mehr. Ja, sondern es gibt Leute, die einfach versuchen, Steuern zu erhöhen, um sich und ihre Günstlinge ein schönes Leben zu machen. Das muss man fast schon so zum Ausdruck bringen. Ja, ja, also Paul Schreier und Multipolar als rechtsextremes Verschwörungsmagazin zu bezeichnen, was der Spiegel übrigens getan hat und die SZ, andere Medien haben auf diese Adjektive verzichtet, ist ungefähr so wahrheitsgetreu wie mich als
vollbusige Rothaarige zu bezeichnen. Womit wir beim Thema wären, mein lieber Rainer, das Selbstbestimmungsgesetz. Wir können bald in die Damensauna. Wir können endlich in Bereiche, die für uns immer verschlossen waren. An welcher Intimfrisur arbeitest du? Ja, also... Schwarzer darf ja nicht mehr ins Fernsehen, nachdem sie ja quasi Wagenknecht unterstützt hat. Ja? Alles Schwarzer. Jeder, der wirklich Frauenrechte unterstützt hat oder auch an Frauenrechte geglaubt hat, der muss vom Kopf schütteln, der muss schwindlig werden. Und nochmal an die Dame im Bundestag, anders darf ich es ja nicht mehr sagen, es ging nie darum, dass sie nicht ein Kleid anziehen darf und sich auch so titulieren soll. Das kann jeder unbenommen. Ich glaube, in der Bevölkerungsgruppe macht das den geringsten Prozentzahl aus. Die Leute, die, glaube ich, sich jetzt in Zukunft daran stören können, sind doch deutlich mehr als die, die jetzt glauben, sie hätten jetzt was gewonnen. Vor allen Dingen, braucht man das wirklich einmal im Jahr? Ja, ich mache das, wenn ich irgendwelche Vorteile davon habe. Es gibt so ein schönes amerikanisches Video, da gehen sie in eine Bibliothek mit einer Kamera rein und dann sagt die Bibliothekarin, nee, Kamera ist hier verboten. Und dann sagt er, ja, er identifiziert sich als Kamera und dann sagt sie, ist okay. Also auch da, wir haben es mit Bekloppten zu tun. Das ist völlig in Ordnung, wenn sich jemand in dem Körper eines anderen fühlt. Aber dann dafür alle Frauenrechte, Schutzräume auszuhöhlen, ist das wirklich das, was jeder wollte? Es ist genau wie du sagst. Ich nehme mal an, wir sind 84 Millionen Menschen in diesem Land. Sagen wir mal, es ist 50-50, dann sprechen wir von über 40 Millionen Frauen. Was ist mit den Selbstbestimmungsrechten dieser Frauen, die sich vielleicht unwohl fühlen damit, wenn ein biologischer Mann sich neben ihnen und ihrer kleinen sechsjährigen Tochter umzieht? Oder in der Sauna sitzt. Was ist mit diesen viel mehr Menschen, die sich verletzt, bedroht oder sonst was fühlen? Wir sind ja ein Gaga-Land. Aber auch da sieht man mal wieder, wie skurril und pervers es ist. Bei der Bundeswehr zählt das nicht. Ja, wenn ein Kriegsfall eintritt, dann kannst du so nicht rauskommen. Wobei, ich glaube, du musst es nur rechtzeitig gemacht haben. Also wenn du schon wenn du jetzt schon vor 2 oder 3 Monaten gesagt hast, du bist eine Frau, dann musst du nicht in den Krieg. Aber ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Also es ist von vorne bis hinten Gaga. Und was wütend macht, was mich wütend macht, und ich bin mir sicher, dich auch und unfassbar viele Menschen, dass es so viel ernsthafte Probleme gibt. Wirklich sehr, sehr nachhaltige, seriöse, wichtige Dinge. Aber die Schlagzeilen werden bestimmt von das Tessa Ganserer, die liebe Dame, die hundertprozentig eine Dame ist. Die hat jetzt auch eine sehr schöne Frisur, weil sie hat jetzt nämlich gar keine Haare mehr, sondern sie hat jetzt ein Glatzen-Tattoo. Ich bin sehr froh, dass so etwas auch im Bundestag sitzt. Darauf hat man lange warten müssen. Aber es ist schön, dass wenigstens Tessa Ganserer jetzt glücklich ist und sich voll ausleben kann. 40 Millionen Frauen sehen das vielleicht ein bisschen anders. Ja, es ist fürchterlich. Aber da siehst du es ja, wenn wir beide das Gefühl haben, wir können die aktuellen schwierigen Themen gar nicht mehr fassen. Also was weiß ich, Stoltenberg will 100 Milliarden einsammeln, damit es irgendwie antidemokratisch durch gar keinen Bundestag mehr muss für der NATO. Das sieht schon gar keiner mehr. Das ist erschreckend. Also das geht alles so nebenbei unter, dass wir vielleicht jetzt ein Pulverfass haben im Nahen Osten. Das interessiert keinen mehr. Das ist alles so, ja. Selbstbestimmungsrecht ist jetzt wichtig. Vor allen Dingen der Name auch wieder. Das ist so orwellig, ja. Also ich glaube, ich mache mal eine ganze Sendung über 1984, das Buch von George Orwell, weil in diesem Buch gibt es 7 sogenannte Machtinstrumente, wie eben dieser dystopische Staat, dieser totalitäre Staat organisiert wird. Und wir haben alle davon im Moment. Korrekt. Also es gibt so eine schöne Zusammenfassung auch von Göro, was Faschismus wirklich bedeutet. Bündeln von einer Meinung. Ja. Das sollte sich jeder mal anhören. Faschismus ist nicht rechts. Ja?
Und Faschismus hat auch keine Farbe. Faschismus ist, wenn du es auf ein Wort runterbrechen möchtest, nur eins: Übermenschentum. Und eine Gruppe Menschen fühlt sich besser als andere und muss und will dann alle anderen ausrotten oder diskriminieren oder klein machen. Das ist Faschismus. Können wir das Wort moralische Herrenrasse verwenden? Ja, ist eh schon wurscht. Doch, ja, das ist ja nichts, zu dem wir jetzt irgendwie aufrufen. Im Gegenteil, wir kritisieren das ja. Ja, wir haben momentan ein moralisches Übermenschentum, das brutal vorgeht. Ja, meine große Hoffnung auch nochmal, ich will mit was Positives natürlich auch irgendwann mal was Positives noch dazu sagen. Sie machen es wirklich so schnell, dass ich hoffe, dass sie Fehler machen. Ja, also ich meine, der Interview von Klaus Schwab, wo er zur vierten Industrierevolution was sagt, wer alles auf der Strecke bleibt und wer nicht, das sollten sich die Pseudolinken mal genauer anschauen. Das ist krasser als man es sich in Gutsherrenart im 18., 17., 16. Jahrhundert, you name it, hätte vorstellen können. Ja, also das ist nur noch zum, ich weiß gar nicht, es ist teilweise wirklich zum Lachen, wenn es nicht so brandgefährlich ist, wie es gerade ist. Ja, ja, das sage ich ja auch immer. Also es ist sehr frustrierend, aber es ist trotzdem gerade für mich jobmäßig ganz gut, dass wirklich so viel Irrsinn passiert. Und es sind auch irgendwie spannende Zeiten. Und irgendwie hofft man immer, das kann nicht so schlimm werden, wie sich das jetzt gerade anbahnt. Na gut, also es gibt ja wissenschaftliche Erhebungen, dass Gott sei Dank 85% nicht so schlimm wird, wie man es sich vorgestellt hat. Ja. Bei dem Gedanken bleiben wir und hoffen, dass es auch so wird. Lass uns das als Schlusswort nehmen, oder nein, die gebührt immer das Schlusswort? Also ich möchte auch nochmal Werbung machen für Kollegen von dir, die es immer wieder schaffen, die aktuellen Geschehnisse ins Rechte oder in ein Licht zu rücken. Die Gespräche und die Meinung sollte sich dann jeder dazu bilden, die abseits vom Spiegel, von der SZ, von der FAZ unterwegs sind. Auch ein schöner Artikel übrigens von Don Alfonso in der Welt gewesen, den ich empfehlen möchte. Natürlich Apolut, Manova, nacktes Niveau, Club der klaren Denker. Das sind alles Quellen, die ich ganz gerne den Leuten ans Herz legen möchte, um mal sich ein breiteres Bild zu machen. Das war es eigentlich im Wesentlichen und wünsche euch weiterhin viel Erfolg. Ich hoffe, dass viele andere mitbieten und wir uns so schnell nicht wiedersehen. Falls nicht, sehen wir uns spätestens nächsten Monat. Ich freue mich immer, wenn du kommst, Rainer, in die Sendung. Danke. Ja, ich hab's verstanden. Alles klar, ich danke dir. Vielen Dank. Tschüss. Bis bald. Ciao. Vergötterte Fuzzis, das war's für heute. Bitte spendet reichlich, damit wir in den nächsten Monat kommen und diesmal ist sogar der Fuzzi-König-Titel damit verbunden. Oder unterstützt uns mit Likes, Kommentaren oder indem ihr unsere Videos teilt. Und ihr wisst ja, Spenden ist wie Liebe machen. Nur ohne vorher Tagesschau gucken zu müssen. Am Ende noch eine kleine Warnung, geliebte Fuzzis. Sie beobachten uns immer und überall. Eine brandneue Studie hat das jetzt endgültig bewiesen. In diesem Sinne, bis bald. Bei 100.000 Followern gebe ich Trampolina eine Deutschstunde.